Hey Leute, heute geht es mal um meinen Tech-Stack, welche Programme, welche Tools, welche Frameworks ich nutze in meinem täglichen Leben als UI-UX-Designer und Frontend-Developer. Und ja, das werde ich euch heute mal zeigen, also auf geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Beziehungsweise heute ist es eigentlich kein richtiges Tutorial, sondern ich stelle euch mal meinen Tech-Stack vor. Also mit welchen Tools, welchen Frameworks ich arbeite, warum ich mit diesen arbeite und warum ich vielleicht die Konkurrenzprodukte nicht nutze oder warum ich mich explizit dafür entschieden habe. Dabei ist es nicht vollumfänglich, sondern es sind so die wichtigsten Tools und Frameworks, die ich verwende, um vielleicht euch oder dem einen oder anderen von euch eine Inspiration zu geben, warum ich etwas verwende und warum ihr es vielleicht auch mal angucken könntet. Allerdings ist es wie mit allem Tech-Stacks, es ist ein bisschen Geschmackssache. Also es ist kein absolutes Statement und auch nicht jedes Tool, was ich verwende, ist vielleicht das Beste, um den Job zu erledigen, aber es hat verschiedene Gründe, warum ich dennoch dieses Tool, dieses Framework, dieses Programm verwende. Ansonsten ja, wenn ihr Fragen oder Probleme habt oder euren Tech-Stack mal mit anderen besprechen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ja, jetzt verlieren wir keine Zeit und legen los, auf geht's, viel Spaß! So, die erste Kategorie, die wir uns angucken wollen, sind Frameworks. Und zwar, ich benutze eine ganze Reihe von Frameworks und ich möchte euch heute mal vorstellen, welche Frameworks für mich die wichtigsten sind. Und damit legen wir jetzt los. Auf geht's! So, und los geht's mit meinem ersten Tool, was ich wohl am häufigsten nutze in meiner Freelance-Tätigkeit. Und das ist Angular. Angular ist ein Frontend-Tool wie React oder Vue, allerdings eher Richtung Enterprise ausgerichtet. Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste ist, dass alles standardisiert ist. Man hat quasi für jeden Use Case, wie ihr hier seht, direkte Anwendungen und vor allem direkte Plugins und alles wird von einem Team verwaltet. Also die Formulare gehören genauso dazu wie das Routing und alles wird von einem Team strukturiert auf eine Weise geregelt und erstellt. Das ist vor allem in großen Teams und vor allem halt Enterprise-Umgebungen extrem praktisch und wird daher auch dort viel verwendet. Auch so ein Update-Guide, zum Beispiel von 14 auf 15, zeigt mir hier genau an, was ich machen muss, wenn ich die Version update oder mit Material UI, was quasi auch mit zu Angular gehört und gleichzeitig geupdatet und released wird, habe ich eine fast vollständige Umgebung, um jede Art von Frontend sehr schnell und sehr effizient zu bauen. Und deswegen benutze ich es sehr gerne und auch viele der Kunden, für die ich arbeite, benutzen es aus diesem Grund sehr gerne. So, neben Angular nutze ich für viele kleinere Projekte und vor allem täglich in meinem Hauptjob nutze ich Vue.js. Vue ist genauso wie Angular ein Frontend-Framework, was auch ähnliche Use Cases abdeckt, meiner Meinung nach aber eher besser geeignet ist für kleinere Anwendungen, wobei ich sagen muss, dass hier vor allem die Erweiterung mit Nuxt, wozu es hier auf diesem Channel schon einige Videos gab und in Zukunft auch noch einige Videos geben wird, eine richtig coole Idee ist, vor allem für kleinere Websites. Ich finde nicht, dass es mit Angular konkurriert in einer gewissen Weise, weil Angular vom Grundaufbau einfach für deutlich größere Anwendungen ausgelegt ist und nicht für so etwas. Nuxt oder Vue sind für kleine Websites und kleinere Projekte, für einen Online-Shop oder sowas, richtig cool und vor allem Nuxt, wie gesagt, bin ich ein großer Fan und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu gerne für Inhalte nächstes Jahr sehen würdet. So, das nächste Tool, was ich jeden Tag nutze und viele von euch, die diesen Channel schon eine Weile verfolgen, auch schon mal gesehen haben, ist Vite. Vite ist ein Buildrunner, der meiner Standardentwicklungsumgebung zugrunde liegt. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und warum mag ich Vite? Es ist extrem einfach zu konfigurieren. Wenn man hier auf Get Started klickt, ist man quasi innerhalb von ein paar Sekunden up and running. Es ist kompatibel mit quasi jedem größeren Framework, abgesehen von Angular, aber React nutzt es, Vue nutzt es, Svelte nutzt es. Und es ist extrem einfach zu verwenden, zu customizen. Und wir haben in meinem Video, wo ich meine Entwicklungsumgebung baue, gesehen, wie einfach es ist, an unseren Use Case anzupassen. Und jeder sollte hier mal vorbeischauen, wenn er im Frontend mit JavaScript irgendwas baut, weil es ist einfach sehr einfach, damit zu arbeiten. So, das nächste Tool, was ich jeden Tag nutze in jedem meiner Projekte, ist SAS bzw. SCSS. Es ist auch Standard meiner Videos und auch in meiner Entwicklungsumgebung. Ich nutze kein Tailwind. Viele von euch werden sagen, warum? Tailwind ist cool, Tailwind ist schnell, man kann damit wunderbar arbeiten. Ich verstehe jeden, der es sagt. Ich verstehe auch die Gründe, warum viele Leute Tailwind gut finden und mögen. Ich persönlich habe es ausprobiert. In verschiedenen Projekten habe ich versucht, mit Tailwind zu arbeiten, auch mit den dazu passenden Plugins und so weiter. Aber ich muss sagen, ich bin mit reinem CSS bzw. mit SCSS deutlich schneller und ich finde den Code einfach für mich persönlich viel übersichtlicher, weswegen ich lieber mit reinem CSS und SAS arbeite, als mit Tailwind. Das ist der Grund, warum ich nicht wechseln und warum ich weiterhin SAS bzw. CSS nutze.
So, das nächste Framework, was ich relativ regelmäßig verwenden werde in Zukunft für diverse Projekte, ist Flutter. Ich habe dieses Jahr das erste Mal 2 Projekte umsetzen dürfen als Freelancer und hoffe, dass im nächsten Jahr auch in meinem Hauptjob mehr mit Flutter gearbeitet werden wird. Flutter bringt neben halt Angular und Vue einen riesen Vorteil mit, dass es halt Multiplattform ist und nicht nur ein bisschen Multiplattform, sondern richtig Multiplattform. Vor allem mit Embedded, was zum Beispiel von Toyota genutzt wird, um ihre UI zu bauen, oder von anderen Tools. Und auch das Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, ist quasi eine UI für eine Industriemaschine, und Flutter hat meiner Meinung nach die beste Developer Experience unter allen Frontends. Also ich finde es viel angenehmer, damit zu arbeiten als mit beispielsweise JavaScript, aber es wird noch keine Tutorials auf diesem Channel zu Flutter geben, weil hier fehlt mir einfach noch ein bisschen der Input. Wenn ihr selbst Interesse habt, empfehle ich es aber und schaut euch hier auch gerne mal die ganzen Showcases an, die ihr bei Flutter findet und was damit alles schon gemacht wird. Ich finde es richtig cool und es macht eine Menge Spaß, damit zu arbeiten, also sollte man das mal im Auge behalten. So, die nächste Kategorie sind Programme. Welche Programme nutze ich, warum nutze ich die und warum nutze ich nicht die Konkurrenzprodukte für die Arbeit als UI-UX-Designer, aber auch als Entwickler? Und das werde ich euch jetzt mal vorstellen. Also los geht's, viel Spaß! Ich denke, zu dieser Ansicht muss ich nicht ganz so viel sagen. Es ist meine Standardentwicklungsansicht, es ist mein Editor der Wahl, nämlich Visual Studio Code. Ich benutze es jeden Tag auf der Arbeit, ich benutze es in jedem meiner Freelance-Projekte und es ist meiner Meinung nach ein brillantes Tool, was immer besser wird, und die Plugin-Auswahl, die es gibt, ist quasi unermesslich. Ich benutze Visual Studio Code lieber als IntelliJ und die ähnliche Produkte, weil es einfach free ist. Ihr könnt es überall installieren, auf jeder Plattform, und ihr werdet bei jedem Arbeitgeber Visual Studio Code bekommen können. Allerdings vielleicht nicht immer IntelliJ, und damit seid ihr einfach future-proofed. Wenn ihr zum Beispiel an anderen Umgebungen mal arbeiten müsstet, seid ihr so ziemlich schnell up and running, und vor allem durch die Verbindung mit GitHub hat man direkt eine Synchronisierung, also mein Entwicklungssetup steht innerhalb von ein paar Minuten, wenn ich mich neu angemeldet habe. Als Designer in Richtung UI, UX, aber auch Grafik und allem anderen und vor allem als YouTuber braucht man quasi die Adobe Creative Cloud. Es gibt nicht wirklich einen Weg umzu, es gibt Alternativprogramme, aber so richtig dort einen Weg umzuzufinden ist vor allem in der professionellen Umgebung sehr, sehr schwer. Ich benutze Premiere zum Schneiden meiner Videos, After Effects zum Animieren von Lottie. Ich benutze alles Mögliche aus der Creative Cloud ziemlich intensiv und auch Adobe XD. Und jetzt werden sich einige fragen, warum benutze ich keinen Figma? Ich bin ein Riesenfan von Figma. Ich muss sagen, das Tool ist um Längen besser als Adobe XD. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Adobe Figma gekauft hat. Prinzipiell hoffe ich jetzt in Zukunft, dass Adobe ziemlich schnell Figma in ihre Creative Cloud integriert und dass vor allem diese Bibliotheken, die es ermöglicht, Assets und Presets und sowas zwischen verschiedenen Programmen zu teilen, ähnlich wie es in Adobe XD schon drin ist, bald in Figma integriert ist, dann werde ich sofort wechseln. Für alles, was UI UX angeht, werde ich dann Figma nutzen. Bis das passiert, werde ich allerdings weiter Adobe XD verwenden, weil ich so zum Beispiel Grafiken direkt in Premiere oder in After Effects benutzen kann, um die in meinen Videos und meinen Shorts und so zu verwenden. Und da ist einfach mein Workflow so etabliert um die Creative Cloud, dass ich erstmal auf Figma nicht zurückgreifen werde. Aber ich hoffe, dass es ziemlich schnell integriert wird und man es dann dort vollumfänglich nutzen kann. Auch wenn dieser Channel hauptsächlich im Frontend ist und ich auch hauptsächlich im Frontend unterwegs bin, muss ich sagen, dass ich relativ häufig mal auf eine Datenbank zugreifen muss, eigentlich täglich. Und in dem Moment brauche ich ein Tool, was mir das ermöglicht, und dazu nutze ich seit Jahren schon Beekeeper. Und ich habe mir vor Ewigkeiten mal eine Lifetime-Lizenz dafür gekauft. Es ist ein Tool, was nicht gratis ist, aber es ist absolut worth it. Und es ist einfach ein Tool, mit dem ihr wunderbar arbeiten könnt. Ihr könnt euch hier mit einer Datenbank verbinden. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr richtet hier zum Beispiel eine MySQL-Verbindung ein, seht dann die Datenbank, könnt Queries fahren. Und es ist ein Tool, was meine Zwecke vollständig umfasst. Und ich bin sehr zufrieden damit und kann es jedem nur empfehlen. Ich denke, diese Seite werden viele von euch schon mal gesehen haben. Es ist Notion. Jeder hat Notion schon mal irgendwo bei irgendeinem YouTuber im Sponsoring gesehen. Und man muss einfach sagen, ich benutze es in meinem privaten Umfeld extrem viel. Ich plane damit meine Urlaube. Ich habe da alle meine Notizen drin. Für meinen ganzen YouTube-Channel, alles verwalte ich in Notion. Alle Skripte schreibe ich in Notion. Und ich bin extrem zufrieden damit. Ich habe jahrelang Microsoft Notes verwendet und bin dann gewechselt und werde, denke ich, auch nie wieder zurückkehren. Das löst alle meine Probleme wunderbar. Und ich kann es jedem nur empfehlen, weil die Sachen, die in den ganzen YouTube-Sponsorings erwähnt werden, sind tatsächlich nicht ganz falsch. So eine Software, die wahrscheinlich jeder Entwickler kennt, ist GitHub. Ich bezeichne das als Software, auch wenn es eine Website ist, weil es einfach so unfassbar mächtig ist. Man kann damit alles machen, was man sich zur Version Control vorstellt, von dem Deployment über Actions für zum Beispiel ein Visual Studio Code Theme oder ein Plugin, bis hin zur Verwaltung von Community-Projekten wie unser Basic Web Dev Setup.
oder auch meinen ganzen privaten und Freelance-Projekten, die hier gehostet sind. Ich bin ein großer Fan von GitHub, ich nutze auch auf der Arbeit GitLab beispielsweise, aber für mich privat self-hosted GitLab zu nutzen, ist mir einfach zu viel Arbeit, weswegen ich einfach auf GitHub zurückgreife. So, das nächste Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist ein Tracking-Tool und zwar Plausible. Plausible ist so einfach zu verwenden und eine richtig gute datenschutzfreundliche Alternative zu Google und auch noch viel einfacher zu verwenden als beispielsweise Matomo, was man auch self-hosten kann. Also auch Plausible kann man self-hosten, aber die UI von Plausible, wie ihr seht, ist viel übersichtlicher als die von Matomo und auch der Einbau ist so einfach und so elegant gelöst, dass man wirklich gar keine Probleme damit hat und die wichtigsten Informationen werden erfasst. Natürlich nicht alle, weil Plausible setzt keine Cookies. Aber ihr seht, welches Betriebssystem, welchen Browser, welche Größen, von wo kommen die Nutzer auf der Welt, welche Seiten haben sie am häufigsten besucht, von wo kommen sie, eventuell hier sogar mit irgendwelchen Campaign-Terms oder sowas, wenn ihr zum Beispiel einen Link irgendwo posten lasst und so. Und auch irgendwelche Conversions können erfasst werden. Diese ganzen Informationen reichen für 99% der Use Cases, vor allem für kleine Websites, aus. Wer große Funktionen braucht, die nur Matomo oder Google Analytics liefern, der ist da gefangen, der muss dahin. Und wenn ihr selbst mein Video dazu sehen wollt, wie man Plausible auf einer kleinen Webseite einbaut, dann schreibt das mal in die Videokommentare. So, das nächste Tool, was ich euch vorstellen möchte, was ich auch schon seit Jahren im Betrieb habe, ist Uptime Kuma. Aber was ist das eigentlich? Uptime Kuma ist ein Self-Hosted-Dienst für das Monitoring von Webseiten und allen möglichen Services. Und man kann das ziemlich cool testen. Ihr könnt da einfach mal eine Demo starten, das habe ich jetzt mal getan, weil meine echte Seite darf ich leider aus Datenschutzgründen nicht zeigen. Aber prinzipiell kann man damit erfassen, wie lange eine Webseite online ist. Und ihr könnt das auch so einstellen, dass ihr beispielsweise, wenn jetzt meine Homepage offline gehen würde, würde hier ein Fehler erzeugt werden und in dem Moment kriege ich eine E-Mail oder sogar eine SMS, wenn ihr möchtet. Und in dem Moment kann man halt nötige Schritte ergreifen, um das zu verhindern oder die Webseite neu zu starten. Und es ist sehr praktisch, wenn ihr viele Projekte habt, die online sein sollen. Und man muss das ja irgendwie überwachen, weil man kann ja nicht jedes Mal jederzeit gucken. Und ihr kriegt quasi so Echtzeitinformationen, ob eure Dienste up and running sind oder ob man hier irgendetwas editieren müsste. So, die letzte Kategorie, die wir uns angucken, welche CMS-Systeme ich nutze, um zum Beispiel Webseiten umzusetzen, aber nicht nur Webseiten, sondern auch ganze Programme. Und diese drei Tools werde ich euch jetzt mal vorstellen. Also los geht's! So, das CMS-System, was ich mit Abstand am häufigsten verwende, ist Strapi. Strapi ist ein sogenanntes Headless-CMS-System. Was genau da der Unterschied ist, werde ich in einem zukünftigen Video nochmal erklären. Bleibt also dran und abonniert den Kanal. Prinzipiell ist aber Strapi ein Tool, was euch ermöglicht, solche Custom-Backends zu bauen, also genau auf euren Use-Case abgestimmte Formularfelder, Bilder, alles Mögliche, was ihr so vorhabt. Und ihr kriegt dann im Frontend einfach so eine Datenschnittstelle, wo ihr irgendetwas gegenschmeißen könnt. Egal ob ein React, ein Angular, ein Frontend oder eine App wie mit Flutter, alles funktioniert mit Headless CMS-System, weil es einfach eine REST-Schnittstelle liefert und Strapi ist riesig. Mittlerweile über 50.000 Likes auf GitHub und der Marketplace von Plugins wird immer größer und ich habe eigentlich keine Probleme mehr, irgendetwas wirklich schnell umsetzen zu können damit. Also ich kann jedem nur empfehlen, dem Tool mal eine Chance zu geben. Auch wenn ich persönlich absolut kein Fan von WordPress bin, muss man einfach sagen, im Webumfeld kommt man da nicht umzu. Ich hatte auch letztes Jahr wieder einige kleine Projekte, wo ich irgendwas für WordPress anpassen musste oder bestehende Seiten verändern sollte. Grundsätzlich ist aber mein Use Case, den ich am häufigsten aktuell mit WordPress habe, dass ich Web Components baue, die dann in WordPress-Seiten eingebaut werden. Sowas wie eine Produktsuche oder irgendeine Formularlogik, die irgendwo integriert werden soll. Persönlich, wie gesagt, bin ich kein Riesenfan von WordPress aus verschiedenen Gründen und ich benutze es dennoch, weil es einfach über 50% Marktanteil hat in Websites und daher ist das gar nicht so unwichtig, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, ich bin aber kein Riesenfreund davon. So, jetzt sind wir bei Katzen angekommen, aber eigentlich nicht so richtig, sondern eigentlich bei Nest bzw. Nest.js und es ist ein Node-basiertes Framework, was es unfassbar einfach macht, Backends zu bauen. Auch wenn ich ein Frontend-Entwickler bin, hatte ich damit keine großen Probleme mit den Anleitungen, hier alles umzusetzen, was ich wollte, um beispielsweise das Backend für meine eigene Website zu bauen, aber auch verschiedene Freelance-Kundenprojekte, die ich damit gebaut habe. Grundsätzlich hat Nest zu allem, was man sich vorstellen kann, fertige Lösungen und komplette Pfade oder Plugins, die perfekt funktionieren. Das fängt an mit Caching, Validierung, Versionierung von Schnittstellen, sowas wie Logging, Cookies, alles ist quasi fertig drin. Ihr müsst es nur aufrufen, ähnlich wie beispielsweise Java Spring Boot oder so etwas. Und es ist wirklich für Enterprise, für große Projekte gedacht, aber auch sehr kleine Backends kann man damit unfassbar schnell bauen und jeder von euch, der Angular nutzt und mal ein Node-Backend bauen möchte, schaut euch Nest an. Es ist quasi identisch, nur im Backend.
So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.